Willkommen zu einer weiteren Folge zum Tutorial zu unserer Ultimate Car Mod. Heute möchte ich gerne zeigen, wie man einen Reservekanister baut und benutzt. Aber zuvor noch eine kleine Ergänzung zu dem Kraftstoffherstellungsprozess. Das letzte Mal in Folge 2 hatte ich gesagt, dass hier Biodiesel in die Tanks reinläuft über diesen Split-Tank, der eben die Flüssigkeiten aufsplittet quasi. Ein Tank hatten wir dabei vergessen, den habe ich jetzt noch nachträglich angeschlossen. Und die Flüssigkeit, die sich hier gerade sammelt, ist Glycerin, die nämlich auch über Rechtsklick hier einsehbar ist. Jetzt ist alles rausgelaufen, aber das sind diese beiden Bereiche, wo eben im rechten Bereich der Biodiesel erzeugt wird und hier eben das Glycerin. Das konnte bisher nicht ablaufen, doch jetzt ist das halt möglich und deswegen ist dieser Tank jetzt zusätzlich auch noch da. Es reicht auch, wenn man hier einen Tank für Biodiesel hinstellt. Wir haben jetzt zwei aufgebaut, das ist relativ egal. Aber nun zu dem Benzinkanister. Der Benzinkanister oder eigentlich Biodieselkanister, den kann man sich craften und wenn man mal irgendwo stehen bleibt, weil man keinen Kraftstoff mehr hat, kann man den halt im Notfall dann auch benutzen. Wenn wir mal als Beispiel diesen Lieferwagen hier nehmen und uns da reinsetzen, auf I drücken und die Anzeige sehen, wir haben nur noch 4,8% Fuel drin, dann kann man eben diesen Kanister benutzen, um halt den Tank aufzufüllen. Das funktioniert jetzt allerdings nicht, weil der Tank leer ist. Wie man den auffüllt, zeigen wir jetzt. Und zwar lässt er sich füllen an der Zapfsäule mit Shift und Rechtsklick. Wenn man jetzt drauf schaut, ist er voll. Und wenn ich jetzt ins Fahrzeug einsteige, I drücke und den hier oben einsetze, dann ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Sprit drin, was dann wieder für eine gewisse Zeit reicht, aber halt auch nicht allzu viel. Aber es hilft einem erstmal aus der größten Not heraus. Wie wird nun so ein Benzin- oder Dieselkanister hergestellt? Dazu kommen wir jetzt. Für die Herstellung benötigt man einen Glastank und der Rest ist Eisen. Vielleicht noch ganz kurz zum Glastank. Das hatte ich zwar in Folge 1 schon gezeigt, aber hier nochmal. Den Glastank stellt man aus Eisen und Glasblöcken her. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.